is forever, ever, or to never mind. Oh, I. Sind wir am selben Tag? 9:58 Uhr. Ah, wir sind mit Jackson unterwegs. Gucken wir mal. Okay. Ja, Markus heißt er. Lege das Paket ab. Haben wir noch was? Hole Bestellung. Lege das Paket ab. Da drüben haben wir noch was. Okay, hochgehen kann ich nicht. Okay. Da. Sehr fein. Kümmere dich um Karl. Wecke Karl im Obergeschoss. Erstmal den Piepmalzieher. Auf den ersten sogar zwei. Ja, ihr zwei, schön drinnen bleiben. Okay. Okay, Karl im Obergeschoss. Ja, Bambis? Ziegen? Was weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, ich bin auf jeden Fall im Obergeschoss. Da unten gibt's noch was. Mich hier richtig? Ja. Zieh die Vorhänge auf. Gehen auch nicht automatisch. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Markus? Du vergisst nie irgendwas. Was sind denn die Medikamente? Ach da. Ja. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Zeig mir noch. Nein. Rammelt hier am Schrank. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ja. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh nein, nein. Ein bisschen. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Oh. So. Nicht fallen lassen, den Guten.
den Karl zum Esstisch. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Hm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Dahinter oder da runter? Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Hm. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. In welchem Raum? Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. So, okay. Frühstück. Okay. Da finde ich schön, da muss ich die Tür nicht öffnen. So, nu. Na, ist schon fertig. Sind Sie dabei? Danke, Marcus. Bitte. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Such da eine Beschäftigung. Ich könnte lesen. Ich könnte Klavier spielen. Erstmal hier das nächste Magazin gefunden. Ich glaube, das ist nicht gut. Leben auf dem Titan gefunden. Also, Fernseher aus. Das ist doch schon wieder fertig. Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Okay. Was heißt das jetzt so? Okay, ich soll immer noch eine Beschäftigung suchen. Ich könnte Schach spielen. Noch? Nee, das ist noch was. Oder ich spiele Klavier. Komm, wir spielen Klavier. Sehr künstlerisch. Das habe ich bei Mira auch gesehen. Deswegen probieren wir das auch mal. Gucken, was wir für eine Chaos hinrichten. So, gucken, ob ich das kann. Melancholisch, hoffnungsvoll, vertraut, rätselhaft. Komm, vertraut.
kein Auftrag. Keine Ahnung. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Das tut mir leid. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Jawohl, mein Herr und Meister. Ich finde es schön, dass hier eine Grafik steht. Das ist schon ein großes Gebäude. Also ein großer Raum.
Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Na klar. Putze das Studio. Ich bin ja ein fleißiger Android. Ah, hier. Natürlich, da ist der Controller wieder leer. Ist das hier noch? Okay, irgendwelche Büsten. Möchte der Künstler uns damit sagen. Was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Der weiß gar nicht, was er malen soll. Okay, dann versuchen wir unser Glück. Ich möchte gerne eine Wiese mit Bambi malen. Ich finde ein Motiv zu malen. Und das wäre jetzt so. Statue malen. Tisch malen. Karls Bild malen. Das wäre frech. Komm, wir malen den Tisch. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Auf ein neues. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand.
ich gespannt. Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh, ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Mhm. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Stehen wir nun. Am Rande der Verzweiflung. Und es ist geschafft. 63% abgeschlossen. Uiuiui. Da haben wir aber einiges ausgelassen. Wir gucken einfach mal, was, wie, wo passiert ist. So, zum Ende der Folge. Also, hier sind wir Ankunft zu Hause, ist klar. Paket abgelegt, das haben wir alles hingekriegt. Und dann fing das an, dass wir uns entscheiden mussten, was wir machen können. Ein Buch lesen, Schach spielen oder Klavier spielen. Wir haben uns für Klavier entschieden. Haben das Ganze vertraut gemacht. Ich glaube, es ist auch egal, was wir am Ende spielen. Wer wissen möchte, warum wie das am Ende funktioniert. Ich habe immer auf das Touchpad gedrückt und immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin im Takt. Das war so das, was ich gemacht habe. Ich glaube, da haben wir auch nicht viel vergelt. Ich glaube, das andere ist dann wirklich, wie man Schach spielt und wie man ein Buch liest oder was man für ein Buch liest. Hallen, was du siehst. Schreibtisch kopieren, Statue kopieren oder Chaos Bild kopieren. Ich habe mich bewusst für den Schreibtisch entschieden. Aus dem Herzen malen, da habe ich die Identität genommen. Bin ich auch gespannt, was da für andere Bilder zustande kämen. Das sicherlich irgendwann mal für mich alleine, vielleicht auch mal als Video, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall an dieser Stelle machen wir hier Feierabend. Das war es mit dieser Folge. Ich nehme die Folgen immer als Doppelfolge oder sogar als Dreifachfolgen auf. Das passt immer ganz gut. Deswegen bin ich sehr gespannt, was als nächstes kommt. Wie gesagt, für alle die hier neu sind, ich kenne dieses Spiel ab jetzt hier nicht. Ja, ich habe auch mal Videos von anderen gesehen, und das genossen, aber ich habe versucht, mich da so wenig wie möglich zu spoilern und irgendwann verliert man auch mal den Zusammenhang. Und Miras Videos, da ganz liebe Grüße, auch natürlich an Gizmo, habe ich da sehr viel gesehen. Aber jetzt fängt es da an, wo ich dann relativ wenig gesehen habe und wo ich vieles auch gar nicht mehr weiß. Das ist auch gut so und von daher viel Spaß. Werden wir ab der nächsten Folge für uns blind haben. Ich freue mich drauf, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.